Hey meine Lieben, ich stream heute wieder ab 17 Uhr. Es wird mega geil. Wir machen ein bisschen Craft Attack. Dann machen wir ein paar Reacts. Dann spielen wir noch ein paar andere Games. Vielleicht ein bisschen Call of Duty. Also 17 Uhr heute Livestream. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ausrufezeichen Prime. Schön aufsparen, mir reingönnen. Bis gleich. Wir sehen uns dann um 17 Uhr im Stream. Oh mein Gott. Okay, Leute, gucken wir mal ganz kurz, was am Event-Server abgeht, am Stream-Event. Okay, hier ist eine Menge gebaut, actually, Alter. Wir haben hier wieder eine komplette Festung von... Wir sind das Dorf des Friedens. Man Bros Hinterland. Dorf des Friedens mit Dornbüschen drumherum. Genau. Ja, interessant auf jeden Fall, Alter. Das ist definitiv nicht schlecht. Also, ist der König denn noch online, Leute? Also, ist der neue Gott noch online? Ist der Gott denn noch da gewesen? Okay, das ist aber vom Gott hier oben, oder? Also, das ist ja... Alter, hier baut der erste Gott Zulu 18, der Ehrenbruder. Leute, Digga, der hat auf jeden Fall sich hier reingegönnt, Alter. Schaut mal hier. Der hat sich auf jeden Fall hier richtig reingegrindet, Alter. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sich auf jeden Fall hier eine riesige, geile Hütte gebaut, Alter. Ja, Leute, also wer war denn hier nochmal ganz kurz der Gott? Maxi... Puh ist der Gott. Aber ist Maxi Puh noch da? Okay, Maxi Puh ist noch da. Maxi Puh, Digga. Führ mich mal herum, Alter. Du bist der Gott hier. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja. Yeah. Klar. Führ mich mal herum. Was hast du alles Schönes gemacht? Was hast du hier als guter Gott ermöglicht den Leuten, Alter? Ja? Maxi Puh. Maxi Puh ist ziemlich inaktiv. Das glaube ich nicht, Leute. Er ist ja gerade da, ne? Also ich meine... Okay, was ist das hier? Mit Bedrock hast du was gemacht. Ah, klar. Okay. Bude von Golfin 2 und Maxi Puh. Bruder, du bist ein Gott. Du bist ein Gott und hast jetzt hier nur deinen Mate mit... Ja, okay, ist eine Pistentür, ist schön, ist geil. Ja, hier ist auch eine automatische... Okay, also Maxi Puh, ich... okay, pass auf, ich hätte eigentlich gedacht, dass du da jetzt deutlich mehr machst. Maxi Puh, guck mal, du bist ja der Gott gewesen, weißt du? Du hast hier God-Mode gehabt, alles, mein Bruder. Was hast du denn jetzt wirklich geleistet für dein Volk? Ich meine, du hast scheinbar Bambus hier überall angepflanzt, das appreciate ich sehr. Aber irgendwie, Alter... Ah, hier vorne, okay, hier hat's irgendwie... Ja... Okay, hier haben wir also... Hier hast du angefangen, was zu bauen, oder wie? Warst du das hier? Kirche des heiligen Schafes. Also, Maxi Puh, ich habe das Gefühl, als würdest du als Gott hier nicht ernst genommen werden. Es scheint so, als wärst du nicht wirklich so aktiv gewesen, Leute. Was sagt ihr dazu? Was haben wir hier, Alter? Eine ziemlich geile Base eigentlich. Das sieht ganz geil aus, Leute. Erwecke den wahren Gott wieder. Nee, Zulu. Also da ist jetzt raus, Alter. Du hast die Möglichkeit. Ja, das ist klar. Also es wurde auf jeden Fall echt eine Menge gebaut. Und Arcania hat einen so warmen Atem, Mann. Der atmet einfach mich so krank zu. Mhm. Okay, Leute. Wisst ihr was? Also Maxi Puh, ich hätte eigentlich gedacht, dass hier... Guck mal, du hast Creative Mode, ja? Wenn du aktiv gewesen wärst, dann hättest du hier Straßen bauen können. Du hättest hier Parkanlagen bauen können. Guck mal, du bist so eine Macht auf dem Server, weißt du? Du kannst dafür sorgen, dass hier nicht gegrieft wird und alles, indem du Leute einsperrst und so weiter und so fort. Maxi Puh, aber das hast du nicht gemacht. Verstehst du, was ich meine? Oh, hallo Arcani. Guck mal hier, Leute. Der süße Kleine. Er hat auf jeden Fall hier so ein paar Sachen angeleitet. Ich glaube nicht, also vielleicht hat er das hier gebaut und ein paar andere Sachen noch. An sich hat er seine Aufgaben sicherlich nicht schlecht gemacht, Leute. Aber ich hätte mir... Er war in Ordnung, okay, okay. Okay, Team Panda, schauen wir mal da. Guck mal, was hast du denn? Maxi Puh ist nicht ein so guter. Maxi mal eigentlich schon da, weil er groß ist AFK. Außerdem muss man ihn zuspammen, damit er reagiert. Wir werden einen neuen besseren Gott sehr freuen. MFG Team Bambus. Ja, klar, dass sich Team Bambus über einen neuen Gott besser freut, aber ihr seid ja auch das OP-Team, Alter. Ihr könnt ja auch nicht immer... Oh, what the f***. Der heilige Maxi Puh, der heilige... Das ist Trimax einfach, okay. Ist hier irgendein Arcani dabei? Natürlich nicht, Alter, ehrenlos. Kriegen wir vielleicht kurz eine Abstimmung hin, Alter? Was sagt ihr? Trop und Folterkammer. What the f***, Alter? Was zum Katerchen, Digga? Was ist dein Gott? Liebe Mods, können wir mal kurz eine Abstimmung haben? Soll ich nochmal jetzt über den ganzen Stream hinweg einen neuen Gott bestellen für die nächsten 2 Stunden? Oder jetzt einfach nochmal warten? Die Zuschauer entscheiden mal wieder, Demokrat. Alter, Bruder. Du gottverdammter Ehrenmann, Alter. Komplett nackt ist er. Der Ehrenbruder, Mann. Ergebnisse ansehen. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig aus, Alter. Also es scheint... So zu sein, als bräuchte man nochmal ein bisschen Action. Okay, wir brauchen hier jemanden, der das ganz gut macht. Der auf jeden Fall ein anständiger Gott ist, Alter. Der sich auch, wie gesagt, kümmert um das Volk und auch letztendlich dann um gemeinsame Bauprojekte. Ja, also in 2 Stunden ist noch einiges möglich, Alter. Ich habe einen im Hinterkopf, Leute. Ja, es geht nicht anders, Leute. Es macht leider Sinn, weil ich weiß, dass er es ordentlich machen würde, okay? Tyannik, kommst du mal bitte Discord? Geh mal bitte in einen Talk-Channel rein, Tyannik. Ich muss mal ganz kurz mit dir talken, mein Freund. Hallo? Hallo, ja. Traust du dir zu, die göttliche Kraft einzunehmen? Würde ich machen, ja. Okay, pass auf. Infolgedessen, Alter. Wir hatten jetzt mehrere Götter. Wir hatten Götter, die inaktiv waren. Wir hatten Götter, die lost waren. Wir hatten Götter, die versucht haben, alles zu machen. Du bist Teil von Team Bambus, ja? Ja. Ich möchte, dass du das jetzt vergisst, okay? Okay. Du vergisst das jetzt.
Der Server wird auch heute Abend wieder runterfahren. Also möchte ich nicht, dass Team Bambus bevorzugt wird. Das ist das Wichtigste erstmal, okay? Jo. Ich möchte, dass du dich jetzt vollkommen darauf fokussierst, dass du für dein Volk und für die Spieler dieses Servers da bist, okay? Ja. Du hast jetzt circa 2 Stunden Zeit, das ganze Ding hier gemeinsam mit deinen Spielern zu verwandeln. Ihr könnt euch hier in Discord organisieren. Ich möchte nicht, dass Elementar Game oder sonst irgendwer einen spielerischen Vorteil bekommt, sondern alle, okay? Sei der Gott, den die anderen verfehlt haben zu sein. Verstehst du, was ich meine, okay? Maxipu, du hast das gut gemacht, aber da ging mehr, da ging mehr. Dann werde ich jetzt Tyannik in den Creative-Modus setzen, Leute. Und ich weiß, Digga, dass du jemand bist, der verschiedenste Bauprojekte anleiert. Ich komme in 2 Stunden wieder, Alter. Und dann bin ich gespannt, was hier passiert. Tyannik weiß ich, dass er jemand ist, der tatsächlich sehr, sehr viele krasse Sachen bereits im Stream-Event gebaut hat und sowas. Und Leute, wartet ab. Ich glaube, Tyannik wird das Ding hier auf jeden Fall rocken, Alter. An der Stelle, meine Freunde, ihr könnt gerne wieder mit Ausrufezeichen Prime reinzappen. Er ist so f***ing süß, Mann. Ich lasse Tyannik jetzt erstmal hier ein bisschen was spielen. Ich lasse meine Winterjacke immer noch 1 Stunde an. Grüße geht raus an WiFAD an der Stelle. So, warten wir mal ab, was passiert. Okay. Später. Gucken wir mal ganz kurz, was denn hier unser wunderbares Team jetzt gemacht hat mit dem neuen Gott. Was hier Connections schrottelt. Ja, was denn, Alter? Oha. Oha, Leute. Hier wird eine riesige Statue gebaut, sehe ich gerade. Alter, Leute. Plötzlich entsteht hier eine riesige Stadt. Okay. Okay, Leute, okay. Wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, dass der Gott hier echt einen guten Job macht. Wenn ich wiederkomme, Alter. Junge, es ist richtig schön hier, Alter. Jeder hat ja auch Baumaterial, alle leben hier im Frieden. TP Tyannik, was machst du denn gerade als göttlicher Gott? Er hat hier für alle erstmal Kisten aufgestellt, Alter. Und hier über Materialien reingetan, damit sich jeder bedienen kann. Dia picken, Dia schaufeln, alles, Alter. Tyannik, du bist ein Ehrenmann, Digga. Du bist ein Ehrenmann. Ehre. Was ist dein Problem? Ah ja, okay, Goli, alles in Ordnung bei dir? Schönes Haus auf jeden Fall hier, wirklich toll. Also Leute, es hat sich auf jeden Fall etwas getan. Alles ist sehr viel cleaner hier vorne. Hier wird gerade ein riesiges Bauprojekt. Leute, also hier entsteht echt einiges, Alter. An sich, Alter, hat sich hier echt einiges getan, wa? Das ist insane, Leute. Also hier ist auf jeden Fall einiges gemacht worden. Hat jemand Ehre falsch geschrieben? Oder Erk? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, Alter. Das ist gar nicht so wack, Leute. Das ist gar nicht so wack. Also ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse Tyannik erstmal bis Freitag oder sowas mal Zeit, wenn ich dann wieder da bin. Leute, an der Stelle würde ich sagen, schauen wir echt nochmal Freitag rein. Gucken, was der gute Tyannik hieraus macht, Leute. Gut, Leute, schauen wir am Freitag nochmal rein. So, Leute, der Server ist jetzt, glaube ich, soweit leer. Keiner ist gerade drauf, meine Freunde. Es ist 11.49 Uhr morgens. Der Server lief jetzt über, glaube ich, 1,5 Wochen. Und ich bin mal gespannt, was sich hier getan hat, Leute. Ja? Wir hatten einen Gott. Einen Gott, der es endlich mal richtig gemacht hat. Einen Gott, der sich Mühe gegeben hat. Einen Gott, der sein Volk und die Art, wie die Spieler hier sind, verstanden hat, meine Freunde. Geil! Ich würde sagen, wir fliegen mal ganz kurz nach oben. Oh mein Gott! Was zur Hölle, Alter? Team Rainbow? Leute, wir haben eine neue Fraktion? Das ist ja unglaublich hier. Das ist ja... Team Rainbow? Briefkasten von Team... Alter, euch geht's ja wohl zu gut. Leute, wenn der Gott jetzt hier nicht für Frieden und Wohlstand gesorgt hat, dann weiß ich auch nicht. Was ist das denn? Ist das da oben Arcani? Das ist Arcani! Das ist ja ultra schön, Alter. Hier haust Yazaroth. Okay, mein Gutester. Alter, schöne Hütte, mein Gutester. Wirklich, wow, Junge. Ey, guck dir... Was soll das denn? Was soll das denn bitte? Ey, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe euch hier nicht die ganzen Möglichkeiten gegeben, dass ihr mir jetzt hier irgendwie... Also, tut mir leid. Aber geil sieht's aus. Geil sieht's wirklich aus. Schaut mal hier, Leute. Ich halte mich hier an dem Ding fest. Arcani, der ganze Ehrenbruder, sitzt hier oben, Alter. Boah, Leute, ist das geil, Mann. Ist das... Was ist das für ein Scheißhaufen? Ist das geil? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier noch, Alter? Der Olymp? Der Olymp, Alter. Alle Götter. Kapital 45. Shadowclaw. Tyannik. Don Balbano. Beschissene Entscheidung. Zulu 18. Maxipu. Unitius und Revinzeit. Leute, ich setze mich jetzt hier ganz kurz auf den Götterthron. Also das werde ich mir jetzt wohl noch reinziehen dürfen hier. Sich mal ganz kurz hier... Leute... Schaut mich an. Ich bin ganz oben im Olymp, Alter. Ey, Leute, ganz ehrlich, das ist mega krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so heftig im Endeffekt aussieht. Ich meine, schaut euch mal bitte das hier an. Guckt mal bitte diese modernen Häuser, die wir haben. Dieser geile Bambuswald, Alter. Das sieht richtig, richtig nobel aus. Wen haben wir hier? Dackel Dakota. Junge, komm ins Bauteam rein, Alter, wenn du sowas baust hier. Mega nice. Hier unten ist auch noch irgendwo ein Villager. Er hat einfach einen Boden mit einem Aquarium drin. Junge, ich glaube, bei dir hackt es nicht mehr sauber, Alter. Die haben sich ja richtig geil... Das ist hier alles bezäunt, alles, Alter. Ihr spielt ja richtig aktiv hier auf dem Server. Das ist ja insane.
Hier ist eine kleine Hobbithöhle. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, überall ist PvP an. Wir gehen mal kurz zum Spawn. Ich bin mal gespannt, ob hier wieder... Ja, das dachte ich mir schon. Der Spawn ist wieder gespawnt, trapped in einem riesigen Diamantblock, Leute. Damit hier keiner rauskommt. Das heißt, wir werden den einen oder anderen Griefer wahrscheinlich haben, der hier wieder gespawnt, trapped worden ist. Das ist aber in Ordnung, Leute. Das gehört aber irgendwo ein Stück weit dazu. Boah, das sieht ja auch geil aus hier. Wahnsinn, wie die Dinger von Ikea. Okay, was haben wir hier? Beleidigung des Bananeneis. Okay, Hacker haben wir doch ein paar hier. Prime Sub Revis? Ja, okay, ich sehe schon. Eisdauer Swimming Pool Team, Bambus Team, Rainbow Team, Hinterland, Alter. Leute, das ist ultra geil, dass es jetzt verschiedene Fraktionen hier auf dem Server gibt. Das sieht alles so clean und nice aus. Ich meine, klar, ein paar Details, die lecken hier so ein bisschen. Man hätte sich hier noch ein bisschen Mühe geben können. Aber alles im Allen, Leute, ist das hier eine echt leckere Nummer. Jeder hat hier sein kleines Haus, Alter. Jedem scheint es hier gut zu gehen, ja. Hier mitten im Wald auch nochmal das Haus von Prime Sub Revi, Bruder. Ausrufezeichen Prime nicht vergessen. Ganz wichtige Nummer. Ihr wisst, Leute, gleich für den Stream. Unglaublich wichtig, euren Prime Sub aufsparen und mir reingönnen. Alter Schwede. Junge. Und hier wird scheinbar mit allen Leuten geteilt. Hier haben wir so ein richtig geiles Farmhaus. Hier hat scheinbar jemand gehabt, der sich so ein Bauernhaus gebaut hat. So ein geiles Fachwerkhaus hier, nice. Was haben wir hier? Hier haben wir eine unglaublich riesige Kirche. Das ist auch mal insane hier. Hier vorne. Wahnsinn, Leute. Also ganz ehrlich, Mann, da sieht man mal, was ein guter... Boah, diese geile Villa hier, Leute. Die schmeckt aber, hör mal. Also Leute, ganz ehrlich, da kann man mal sehen. Ist auch geil hier. Ist auch ziemlich geiles Haus, wirklich. Leute, kommt bitte ins Bauteam, wenn ihr so krass seid. Bitte. Lennart, Alter. Und Akani. Einfach nur mega geil. Schlafzimmer von Akani. Was hat denn hier? Akani, Alter. Was hast du denn da? Hey, spuck das aus, Kleiner. Akani? Nee. Akani? Nein. Davon muss ich Jody gleich ein Foto schicken. Das ist ja zu süß, Alter. Leute, ihr seid so goldig mit meinem Hund. Okay, Leute, also ihr seht's hier. Maximal geil, was ihr hier wirklich gebaut habt. Extrem stark. Also man kann sagen, was man will, ja. Ein vernünftiger Gott scheint hier wirklich das Ganze mal ins Gleichgewicht gebracht zu haben. Wir haben hier einen Server, der ist komplett PvP-lastig. Okay, was ist das hier? Nicht zu lange anlassen, sonst leckt das nach. Okay, was haben wir jetzt? Das, also... Leute, ich weiß es wirklich nicht, was... Also ja, klar, ich verstehe schon, was das hier sein soll. Das ist hier so eine Art Villager-Bordell. Ich verstehe das schon. Ob das jetzt notwendig gewesen ist, sowas zu bauen, ist halt die Frage, ne? Gegründet von Elementa Gaming, ja, von wem auch sonst, Alter. Ihr seht's, meine Community, meine Prime-Subs hier sehr, sehr stark unterwegs, Alter. Toll, wirklich eine tolle Atmosphäre, die hier drin ist. Danke Gott, Dombabano hat den ersten Kill, aber Gott hat neuen geholt. Der braune Panda-Mafia. Braune Pandas sind extrem selten. Das stimmt, braune Pandas sind extrem selten. Hier haben wir ganz viele davon. Also ihr seht's, Leute, Freunde. Reichtum über Reichtum. Ja, hier geht's allen Leuten extrem gut. Alle scheinen hier eine echt gute Zeit gehabt zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Stream-Event, was wahrscheinlich diese Woche noch stattfinden wird, Leute. Maximalst geil. Also ehrlich, Leute, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Schaut euch das mal bitte an. Wie krass sieht das hier bitte aus? Also ehrlich, Leute, das ist wirklich insane. Das ist wirklich insane. Wir haben hier noch Raumschiffe und alles. Ich komme wahrscheinlich nicht mal dazu, alles hier zu zeigen. Hier wieder Tyannik wahrscheinlich zugeschlagen, Alter, mit einem Star-Wars-Raumschiff, Leute. Also das ist wirklich extremst stark, wirklich. Geil. Einfach nur eine geile Nummer, Leute. Ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass es wirklich am Ende so geil ist. Auch wer hier oben wohnt, wahrscheinlich ist das Don Balbanos Haus, ich weiß es nicht. Falls ja, Bruder, ich hoffe, dir geht's gut. Und ich glaube, dass wir jetzt gezeigt haben, Leute, dass selbst wenn man einem Spieler sehr, sehr viel Macht zuteilt, dass dieser Spieler trotzdem für ein gutes Endergebnis und ein harmonisches Miteinander sorgen kann, ja? In diesem Sinne, meine Freunde. Später wird gestreamt, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wann das der Fall ist. Und ja, Leute, kommt auf jeden Fall vorbei, gönnt euch den Stream rein. Prime in den Chat, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns gleich im Stream. Haut da rein, bis dann. Ciao, Leute, danke fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen, tschüss.